Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder Hallo. Mit von und mit Trendy Sandy. Und wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Es geht um den KH-Wert. Auch eine interessante Frage. Ich bin vorher mal drüber gestolpert. Sie kommt von Rolf und Rolf möchte wissen: Hallo Martin, habe jetzt mehrfach in deinen Beiträgen gehört, dass Teichen mit einem KH-Wert von 3 gefahren werden. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, habe so vor 30 Jahren mal gelernt, 8 sei ein guter Wert und fahre damit auch blendend, vor allem nahezu algenfrei. Sobald mein KH unter 5 bis 6 fällt, bekomme ich Algenprobleme. Würden die sich nach einiger Zeit widerlegen oder was ist bei KH-Werten generell zu beachten? Danke und liebe Grüße, Rolf. Also Rolf, deine Beobachtung ist eigentlich gegensätzlich zu dem, wie es eigentlich ist. Ein hoher KH-Wert heißt normalerweise Algen ohne Ende, ist der KH-Wert mal bei 0. Was passieren würde, wenn wir Salzsäure zudosieren, dann ist eigentlich auch die Alge nicht tot, aber soweit dezimiert. Ja, die haben gern keine Nahrung mehr. Genau. Der Vorteil beim KH-Wert von 3 ist, dass ich in der Regel meinen pH-Wert runterfahren kann auf nahe 7, was die ganze Ammonium-Ammoniak-Gleichgewicht zugunsten des ungiftigeren Ammoniums verschiebt. Und beim KH-Wert von 8 kann man eigentlich bei uns davon ausgehen, wenn ich jetzt einen völlig überbesetzten Teich habe, dass ich meinen pH-Wert irgendwo bei 8, 8,2, 8,3 befinde. So, also was du beobachtest, und du machst es schon 30 Jahre, ist eigentlich komplett gegensätzlich zu dem, wie man es eigentlich erwarten würde. Aber dieses Thema heißt Biologie und das ist die Lehre des Lebens, glaube ich. Und da ist halt manchmal alles anders, als man denkt. Wie erklärst du das? Ja gut, wenn man jetzt ausgeht von dem KH-Wert von 8, dann ist es natürlich schon so, dass die Algen wachsen eigentlich so lang, bis der KH dann runterfällt auf Richtung 0. Und dann sinkt erst der pH-Wert und vorher wird er instabil. Das heißt also, wenn man noch Photosynthese hat, dann kann man auch bei einem KH von 3 eine Menge Algen haben. Klar. Das ist dann sozusagen die Phase, wo eben gezehrt wird, auf der Algenseite KH verbraucht wird und irgendwann geht der pH-Wert dann hoch und dann runter und dann bleibt er unten. Genau, das ist die sogenannte biogene Entkalkung. Also bei Kohlensäuremangel, CO2-Mangel, zieht die Alge aus der Carbonatherde im Prinzip CO2 raus und zurück als Abfallprodukt bleibt der Kalk, CaCO3, was dann an den Teichwänden ist. Auf der anderen Seite gibt es massenweise Teiche, die tatsächlich tonnenweise Kalk da reinschütten könnten und sie würden niemals über ein KH von 3 oder 4 hochkommen. Weil es gibt eben einfach Gegenden, die so weiches Wasser haben, dass sie einfach schlicht und ergreifend keinen Kalk drin haben und das Wasser auch nur sehr wenig Kalk aufnimmt. Und die fahren mit algenfreien Teichen und gesunden Fischen genauso wie die Teiche, die KH8 haben. Es ist eben eine Sache, die man sozusagen etwas engmaschiger überwachen muss, so wie deine Anlage hier auch, weil eben... Du meinst, wenn der Carbonathärtewert tief ist? Genau, also gegen eine KH von 3 bis 5 ist überhaupt nichts zu sagen. Man muss es nur eben unter Kontrolle behalten. Also wir fahren hier zum Teil 1, ja, zwischen 0 und 1 fahren wir zum Teil und man hat natürlich mehrere Möglichkeiten. Das Schöne ist zum Beispiel auch, wenn ich mal keine Carbonathärte mehr habe, dann kann ich, und das ist ja in Japan bei den Züchtern, ist das ganz häufig der Fall, dass sie keine hohe Carbonathärte haben. Hiroshima ist ein bisschen anders. Die haben natürlich wieder den Vorteil, die können dann ganz anders belüften, ja, ohne Angst haben zu müssen, dass der pH-Wert dadurch ansteigt durch ein übermäßiges Austreiben von CO2. Also wenn der Carbonathärtewert mal zwischen 0 und 1 liegt, dann reicht im Prinzip geringste Mengen an CO2 im Wasser, am freien CO2, dass der pH-Wert sich noch im mehr oder weniger neutralen Bereich oder leicht sauren Bereich befindet. Und das ist natürlich immer die Krux, wenn ich mal Carbonathärte von 8 habe und dann anfange zu belüften wie blöd, dann haue ich mir mein letztes Ding auch noch raus und irgendwann bin ich bei 8, 5, 9 irgendwas. Also das ist schon krank. Also am einfachsten, und da haben wir es ja immer wieder davon gehabt, sind die Teiche wirklich zu steuern, wenn sie einen leichten Überbesatz bis mittleren Überbesatz haben, wenn einfach gewisse wasserchemischen und auch biologischen, was der Biofilter, wenn Bewegung in dem ganzen Spiel ist. Ja? Wenn ich viele Fische habe, viel Futter, heißt viel CO2, heißt auch meine Carbonathärte geht runter, dann kann ich im Prinzip mehr oder weniger in Anführungszeichen den Teich auf den gewünschten Betriebspunkt einstellen über die Parameter Frischwasser und Belüftung und auch Futtermenge. Ja, wohingegen, wenn ich mal eine Carbonathärte von 8 oder viele Schweizer haben ja 12, 13, 14, 15, wenig Fische, ja,
dann bin ich auf Gedeih und Verderb auf das angewiesen, was die Natur mir jetzt an pH-Wert gibt. Ja, wobei man sagen muss, also das, was er gerade beschreibt, ist eigentlich nicht das, was ich unter einer normalen privaten Keuhaltung verstehe. Also den Betriebspunkt einstellen und füttern, füttern, füttern und leichter Überbesatz ist eine anspruchsvolle Art von Fischhaltung, die ich nicht jedem Laien empfehlen kann. Mir geht es aber nicht um füttern, füttern, füttern. Mir geht es am Ende um die gesunde Haltung der Koi, weil die Problematik ist, dass die Fische, wenn sie pH 7 eingestellt haben, ist das Hobby am Ende sehr viel leichter und fehlerverzeihender, als wenn ich einen pH-Wert von 8, 8,2 habe, mir dann noch hier und da meine Seitenraupenpuppen oder meine Shrimps hol, die Fische mit Eiweiß vollknall und am Ende auch vielleicht in die Problematik eines irreversiblen Kiemschadens oder sonst was reinlaufen. Aber man kann die Fische auch bei pH 8,2 gesund halten. Nein, das ist gar keine Frage. Aber du gibst mir recht, dass das Hobby fehlerverzeihender ist, wenn ich bei pH 7 bin. Also in dem Hobby kann man so viele Fehler machen, da werde ich mich jetzt nicht quantitativ dazu äußern. Aber wenn man natürlich bei pH 3 oder drunter, KH 3 oder drunter, dann die ganze Zeit auch noch Regenwasser in den Teich laufen. Guck mich nicht immer an, ich gebe dir da kein also Recht. Es gibt so viele Fehlerquellen. Also entweder mit normalen Besatzdichten und gemütlich und nicht ständig messen und nachjustieren oder aber eben dann wirklich dabei sein und darauf achten, was passiert. Und ich kann sagen, aus meiner täglichen Praxis, das ist nicht täglich, aber wöchentlichen Praxis des Rumfahrens, des Bloggens, des Machens, kann ich sagen, in nahezu allen Teichen endet es irgendwann mal da, dass Überbesatz da ist, dass man eigentlich auf die tägliche Fürsorge angewiesen ist. Wie viele Kunden hast du noch, wo nur ein paar Fische im Teich sind? Viele. Da will ich bitte die Adressen. Das klingt jetzt doch wieder interessant. Das Hobby ist noch nicht tot. So. Also, Rolf, ich glaube, du verstehst, was wir dir eigentlich sagen wollten. Und ja, Sie wahrscheinlich auch. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Blog. Bis zum nächsten Mal. Wir reden jetzt, wenn die Kamera aus ist. Ciao.